etwas breiteren Holzbilderrahmen. Ich habe vorher schon mal hinten diese Metallbefestigung mit einer Schere einfach nach außen gebogen. Und dann nehmt ihr die Rückwand raus und auch das Glas. Und dann habe ich aus dem Baumarkt ein Fliegengitter geholt, was man in Kellerfenster tut. Das ist aus so einem stärkeren Draht. Und da kann man total gut O-Ringe drin befestigen. Und mit einem Tacker tackert ihr das dann einfach hinten auf der Rückseite vom Bilderrahmen über den gesamten Rahmen fest. Wenn ihr damit fertig seid, schneidet ihr mit einer Schere einfach alles vom Netz, was übersteht, ab. Damit man sich hinten an dem Netz nicht verletzt, klebe ich noch ein doppelseitiges Montageband oben drüber. Dann habe ich ein Satinband genommen, was genauso breit ist wie der Bilderrahmen. In meinem Fall waren das 2 cm. Und es gibt einen kleinen Trick, damit solche Satinbänder nicht ausfransen. Wenn ihr das abschneidet, geht ihr einfach hinter mit einem Feuerzeug kurz rüber. Dann schneidet ihr euch das Satinband so zurecht, dass es hinten die gesamte Fläche vom Rahmen bedeckt. Ich habe einfach für außen 2 lange Stücke genommen und dann habe ich in der Mitte nochmal abgemessen und habe 2 dünnere Stücke genommen. Und denkt immer dran, dass ihr bei jedem Stück, also an jedem Ende, wirklich immer mit dem Feuerzeug nochmal rüber geht, damit das Satinband euch nicht ausfranst. Wenn ihr alle Stücke fertig zugeschnitten habt, dann nehmt ihr einfach oben vom Klebeband noch die äußere Schutzhülle ab. Euer Satinband könnt ihr jetzt ganz einfach da oben drauf kleben. Ihr legt es einfach nur drauf und drückt es an. Und damit seid ihr tatsächlich auch schon fertig. Das ging total einfach, super schnell und ihr könnt es jetzt einfach auf eine Kommode stellen oder wo ihr es eben gerne hinstellen möchtet. Tut einfach eure Ohrringe da rein und ja, fertig ist es. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen, meine Lieben. Bis bald. Tschüss.